Und jetzt ist er uns live zugeschaltet, der SPD-Gesundheitsexperte Professor Karl Lauterbach. Schönen guten Tag, Herr Lauterbach. Hallo, guten Tag. Schauen wir mal auf eine Meldung, die uns gerade eben erreicht hat. Letztes Mal gab es ja sehr viel Streit beim Bund-Länder-Treffen. Nun wollte man sich vorher abstimmen. Die Länder wollten eigene Vorschläge mitbringen. Jetzt legen Union und SPD offenbar getrennte Vorschläge vor. Das klingt jetzt nicht so, als würde man sich dann am Mittwoch auf eine Linie verständigen können. Doch, ich glaube, man wird sich auf eine Linie verständigen. Zunächst einmal die Vorschläge, die von SPD und CDU vorgelegt worden sind, sind relativ ähnlich. Und was man so hört, sind auch also im Kanzleramt ähnliche Vorschläge in der Diskussion. Ich glaube daher, wir werden eine Einigung bekommen. Besser wäre gewesen, wir hätten uns letzten Montag schon geeinigt. Aber am Mittwoch wird eine gute Einigung kommen, da bin ich zuversichtlich. Wenn diese Vorschläge doch so ähnlich sind, warum schafft es man denn das dann nicht, das auf ein Papier zu bringen und muss jetzt dann wieder doch zwei verschiedene Vorschläge diskutieren? Das klaut doch eigentlich nur Zeit. Das ist unerheblich. Hauptsache ist, man kommt am Mittwoch zu einem gemeinsamen Ergebnis und dass man erstmal für sich selbst aufschreibt, was man richtig fände, das ist nicht unüblich. Das ist jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen. Nun wurde das Thema Schulen ja aus der letzten Runde erstmal vertagt. Da soll es jetzt tatsächlich Beschlüsse geben. Unter anderem ja auch eine Maskenpflicht und auch eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht, eventuell zumindest für die höheren Klassen. Wie soll denn das praktisch ablaufen? Also zunächst einmal ist es ganz wichtig, die Maskenpflicht ab der 7. Klasse ist richtig für alle Schulen. Es ist auch richtig, dass also so eine Quarantäneregelung kommt für die Schüler in einer Klasse, wo ein positiver Fall ist. Da ist der Vorschlag von Spahn richtig, den hatten Christian Drosten und ich schon ebenfalls mal gemacht. Also dass man für 5 Tage die Schüler in Quarantäne bringt und dann freitestet mit einem Antigentest. Das klappt gut. Und in den Oberstufen muss es möglich sein, die Klassen zu teilen. Das gelingt ja auch fast allen Fachhochschulen, das gelingt den meisten Universitäten. Das gelingt in umliegenden Ländern auch, also den Schulverbänden und den Lehrern. Somit, wieso soll in Deutschland zumindest für die Oberstufe das nicht funktionieren, was also um uns herum, also quasi standardmäßig praktiziert wird? Das kann verschiedene Formen haben, dass jede zweite Woche unterrichtet wird oder jeden zweiten Tag oder morgens und nachmittags. Man könnte sich auch vorstellen, dass der Unterricht, der also zu Hause wahrgenommen wird, dass der einfach schlicht und ergreifend per Screen in die, also nach Hause übertragen wird. Es gibt andere Möglichkeiten. Fachhochschulen, Hochschulen, es klappt in vielen Betrieben und auch im Ausland. Das sollte auch in deutschen Oberstufen möglich sein. Allerdings ein Problem gibt es. Es gibt jetzt schon zu wenig Lehrkräfte. Wie sollen die denn dann bereitgestellt werden? Ich bin sicher, wir haben nicht mehr Lehrkräfte, wenn wir demnächst in den Schulen diese vielen Ausbrüche haben und die Lehrer müssen dann wegen Quarantäne zu Hause bleiben. Und wir können auch die Lehrer nicht gefährden. Somit also Lehrkräfte müssen hier so eingesetzt werden. Zur Not muss vielleicht tatsächlich der Lehrplan etwas entschlackt werden. Hier muss man pragmatisch sein. Das wird ein besonderes Schuljahr werden. Das war ja seit langer Zeit klar. Also seit ungefähr 8 Monaten wissen wir, dass also die Schule im Schuljahr 2021 anders laufen muss als in regulären Jahren. Und wir müssen die Vorbereitungen, die über die Monate jetzt getroffen worden sind, auch umsetzen. Tatsächlich gibt es aber auch die Kritik, dass man sich da schon ein bisschen früher hätte Gedanken machen können. Man hatte den ganzen Sommer Zeit, um sich hier Konzepte zu überlegen. Warum tut man das erst jetzt? Also ich blicke nie nach hinten, was man hätte machen können, sondern blicke nach vorn, was jetzt möglich ist. Was jetzt möglich ist, sind Masken in den Mittelstufen, Quarantäneregelung 5 Tage, Oberstufe teilen. Das ist das Mindeste, was wir machen müssen. Das ist nach vorne gerichtet, ist das noch möglich. Schauen wir noch mal auf Weihnachten und Silvester. Nun wird zum Beispiel auch ein Böllerverbot diskutiert. Sie sind dafür, so wie ich das verstanden habe. Warum halten Sie das denn für notwendig? Ja. Naja, das Böllern also gibt Gelegenheit, dass man zusammenkommt, dass man gemeinsam diese Böller dann also zündet, dass man in Gruppen zusammenkommt, dass man dabei auch ein bisschen feiert, vielleicht 2 Weine, ein paar Bierchen trinkt. Das sind aber alles Kontakte und wir können genau diese Kontakte jetzt nicht haben. Wir müssen eigentlich, soweit es geht, auf private Zusammenkünfte, geschweige denn auf private Feiern, komplett verzichten. Wir kommen mit den Fällen nicht auf die 50er Inzidenz herunter. Die Intensivstationen werden bald überfüllt sein.
Wir haben also hier größte Mühe, das Schuljahr zu organisieren. Und wenn wir es erreichen wollen, dass nach Silvester die Schule wieder offen sein kann, das ist unser wichtigstes Ziel, die Schule offen zu halten. Die Schule offen zu halten und wenig Fälle und möglichst wenig Tote. Dann können wir nicht feiern und dabei also zusätzliche Infektionen, zusätzliche Herde riskieren. Die Frage ist allerdings, sollte man da auf Verbote setzen oder muss man nicht langsam auch ein bisschen, naja, darauf vertrauen, dass die Leute mitziehen? Denn Kontaktbeschränkungen so oder so, die lassen sich im privaten Raum eben kaum kontrollieren. Man muss die Bürger wieder mit ins Boot holen. Verbote sind an der Stelle doch eher kontraproduktiv, oder nicht? Aber wir haben ja jetzt beispielsweise bei dem Shutdown Light haben wir sehr also an die privaten Kontaktreduzierungen appelliert. Das ist ja eine Sollregelung. Wir haben darum gebeten, dass man das jetzt freiwillig deutlich reduziert, weil wir 75% Kontaktreduktion brauchen. Das war sozusagen ein ganz klassischer Appell an die Vernunft der Bürger. Wir haben versucht, die Bürger mitzunehmen. Aber was wir sehen, die Kontakte gehen nicht ausreichend runter. Wir erreichen nicht die 75%, sondern maximal 40%. Also ungefähr die Hälfte dessen, was wir erreichen konnten. Anders ausgedrückt, also wir sehen jetzt erneut, was wir auch schon im Sommer gesehen haben, als die zweite Welle wieder anfing, dass der alleinige Appell ohne Verbote für eine kleine Gruppe in der Bevölkerung sehr gut wirkt. Da ist es alles, was es braucht, aber für eine andere Gruppe halt nicht. Und von daher wollen wir Erfolg. Das klingt jetzt ein bisschen unangenehm, aber es ist so, wollen wir Erfolg, müssen wir auch mit Verboten arbeiten. Sagt Karl Lauterbach. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich danke Ihnen.